Floll. Yay, mittwochs zu Tisch. Hallo Gartenbau-Freunde, herzlich willkommen zurück zu Floll mittwochs zu Tisch, dem Format, wo ich mittwochs an meinem Küchentisch sitze und mit euch über Themen rede. Letzte Woche ging es ja um die Physalis. Ich nehme das Video im Anschluss zu diesem Physalis-Video auf. Ich war bei Globus und habe für 1,69 diese Frucht gesehen und es war mir schon klar, dass das eine Granadilla ist. Und dann habe ich daneben auch diese Frucht gesehen und die wurde mir halt auch als Granadilla verkauft. Die Verkäuferin oder die Kassierin hat auch noch an der Kasse gefragt, ob die halt gleich viel kosten. Und das Ding ist halt wesentlich schwerer als das hier und ich bin jetzt einfach gespannt, was das denn ist. Granadilla ist nah verwandt mit der Passionsblume, ist auch Passiflora, ich muss ablesen, Ligularis, also auch eine Lianenpflanze, Kletterpflanze mit teilweise 10 cm großen Blüten und dann bildet halt diese Kletterpflanze eben diese Früchtchen. Und ich bin gespannt, es sieht für mich eher aus wie so eine Melonenbirne, also ist wahnsinnig schwer im Gegensatz zu dem, wo man auch erahnen kann, dass das Ding einfach hohl ist, was man auch hört. Und das Ding, das ist halt einfach massiv und ich drehe die Kamera und schneide das Ding mit euch mal auf. So, das ist die Granadilla, die man eigentlich so kennt. Ganz vorsichtig, die ja ähnlich wie eine Passionsfrucht ist. Ja, das ist eine ganz klassische Granadilla. Wo ist mein Löffel? Ich probiere gleich mal was. Ja, das ist wie eine Passionsfrucht. Ja, sehr, sehr süßlich. Kommen wir gleich dazu. Sehr exotisch. Und jetzt das andere Ding. Ich bin mal gespannt, was es ist. Okay. Okay. Ah, guck mal da. Das ist ja interessant. Da gibt es wahrscheinlich auch mehrere Sorten. Kurzer Einspieler aus dem Off. Ich weiß mittlerweile, dass es eine Tamarillo ist, die mir als Granadilla verkauft worden ist. Was da los, Globus? Riecht sehr, sehr exotisch. Okay, das ist so richtig massiv und das hier halt wie eine Passionsfrucht. Okay. So, probieren wir mal nochmal die richtige Granadilla, wie ich sie kenne. Sehr, sehr crunchy. Sehr wenig Säure. Sehr süßlich und sehr exotisch, fruchtig halt. Ist tatsächlich sehr, sehr gut. Unglaublich schön crunchy. Das macht richtig Spaß, die zu essen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr guter Geschmack. Gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte man übrigens auch die Samen nehmen, um die zu vermehren. Einfach sehr, sehr warm und sehr, sehr feucht aussehen. Und dann vielleicht entwickelt sich ein Bäumchen draus. Und jetzt das andere Ding, da habe ich ein bisschen Angst davor. Okay, das kann man so löffeln wie so eine vielleicht Kiwi. Okay, ganz, ganz anderer Geschmack. Erinnert schon so ein bisschen an Melone. Ja, an so eine Honigmelone oder so eine Galliermelone. Schale ist aber zu derb und auch zu geschmacklos. Okay. Hm.
Also schmeckt definitiv nicht schlecht, ist so leicht säuerlich und leicht herb, muss ich sagen. Okay. Krass. Frage an euch, vielleicht sieht es ja irgendwie jemand, der sich da auskennt mit tropischen Früchten. Was ist das? Was habe ich da gekauft? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr weitere Obstsachen verkostet haben wollt von mir, schreibt es in die Kommentare. Das ist das Ende des Videos. Wenn euch so ein Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen. Es würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke dabei aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Jo, wie schon gesagt, das Ende des Videos. Ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit. Haut's rein, wir sehen uns. Bis dahin. Tschaußen.